Hallo zusammen. Es gibt mal wieder eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung. Vielleicht haben Sie es ja auch schon in den Medien gelesen. Laut dieser Stiftung benötigen wir in den nächsten 40 Jahren jedes Jahr mindestens 260.000 qualifizierte Einwanderer. Das heißt, ja, alle 4 Jahre eine gute Million. Die Grundlage dafür soll das Einwanderungsgesetz liefern. Das wird aktuell von der Bundesregierung auf den Weg gebracht. Hiernach sollen beispielsweise auch Menschen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung aus Drittstaaten geworben werden können. Das sehen wir jetzt gar nicht grundsätzlich so kritisch, weil beispielsweise könnte das in der Pflege eine echte Chance sein. Es gibt zahlreiche gut qualifizierte Pflegefachkräfte in den Philippinen, die man damit werben könnte. Aber eins möchte ich noch mal ganz klar sagen, dass wir jedes Jahr mindestens 260.000 Fachkräfte künftig aus dem Ausland werben müssen, hat eine Ursache. Und diese Ursache ist der demografische Wandel. Und der ist nicht vom Himmel gefallen und auch nicht Gott gegeben, wie es ja immer so gerne dargestellt wird. Das ist das Ergebnis einer völlig verfehlten Bevölkerungs- und Familienpolitik. Seit Jahrzehnten hängt die Folgen des demografischen Wandels wie ein Damoklesschwert über unserem Kopf. Und was hat die Politik gemacht? Nichts hat sie gemacht. Ganz im Gegenteil. Sie hat sich ausdrücklich geweigert, eine erhöhte Geburtenrate zum politischen Ziel zu erklären. Es wurde nichts für Familien getan. Es wurde nichts dafür getan, dass Paare jünger Eltern werden. Es wurde auch nichts dafür getan, dass man auch vielleicht gerne wieder 3 Kinder hat. Ganz im Gegenteil. Wir haben stillschweigend zugesehen, dass jedes Jahr über 100.000 Kinder abgetrieben werden. Und das ist jetzt das Ergebnis dieser verfehlten Familienpolitik, dass wir jedes Jahr 260.000 Fachkräfte aus dem Ausland werben müssen. Prost Mahlzeit, das hat die Politik verpennt. Das ist das Ergebnis einer desaströsen Familienpolitik in diesem Land. Und dann sagt Frau Giffey, Deutschland sei auf dem Weg, das familienfreundlichste Land zu werden. Also das ist schon der blanke Hohn.